ist es Hatter. Also, kompetitive Modus gestartet, dann kommt das Hard auch zur Geltung und wir gehen in den Chat, drückt man zweimal. Oh ne, irgendwie ist er nicht an, ne? Ja. Na gut. Wir werden uns trotzdem zurechtfinden. Ja, aber es ist hier wirklich kein Crosshair da. Stimmt, ja. Vielleicht. Doch nochmal reconnecten, ich weiß es nicht. Ja, nach den Knife Rounds. Nach den Knife Rounds. Dann geht's hier auf jeden Fall in die Knife Round. So, den ersten Hit hat man schon geholt. Trabi ist dann down. Und jetzt haben wir noch Tizia mit 100 und Asmo und Crystal mit 100. Jawohl. Das heißt, derzeit ist noch der Vorteil bei Team Berserk. Und dann sollten sie auf jeden Fall ihre Low-Spieler vorschicken. Aber jetzt Asmo auch angeknifed und Crystal trotzdem noch mit 100. Und damit natürlich der Riesenvorteil für Team Berserk. So. Solek, genau, musste jetzt zumindest einen pflichtmäßig holen. Hat auch geschafft. Und Crystal, oh, Crystal mit 100 HP kann da alles machen, was er möchte. Ja. Hat man eigentlich immer gewonnen. So, probieren wir nochmal schnell den Retry. Und Swap haben wir auf jeden Fall schon gelesen. So, schön. Jetzt haben wir wieder hier den altbekannten Bug. Nice. So, dann schauen wir mal. Also, ich hoffe, der Admin hat Bescheid gesagt, dass hier kurz gewartet werden soll. Und wir rechtzeitig dann gleich da sind. So. Also, auf geht's. Wieder zurück ins Game. Besser hat immer Crosshair. Sehr schön. Noch nicht, ne. Ist wieder Max Ping gedöns. Ja, hoffentlich. Könnt ihr nochmal Server restarten sonst? Keep smiling, Jungs. Auf geht's. Auf geht's. Wir müssen noch kurz Server neu starten. Danke. Einmal Server neu starten kurz. Danke. Gut, dass du so einen guten Draht zu den Jungs hast. Ja. Jeder andere Caster wäre jetzt zu Boden geflammt worden. Jeder andere Caster hätte schon den Stuhl. Da wäre schon hier 3 Stühle, 5 Flaschen Wasser. Ja, auf jeden Fall. Ja, mit Glück hast du noch eine Cola dabei. Ja. So, also, wir müssen hier natürlich ganz kurz warten, bis das gefixt ist. Das ist ein kleines Problem oder ein Bug, der hier ja, irgendwie auf dem Event aufgetaucht ist. Ich habe diesen Fehler, kannte ich bisher auch noch nicht. Aber soll alles kein Problem sein. Sobald der Server wieder am Start ist, können wir hier natürlich wieder drauf und die Spieler natürlich genauso. Ja. Also, aber so, sagen, jetzt geht's wieder. Nice. Danke so sehr. So emotionsgeladen natürlich so ein Spiel ist, die Leute sind schon relativ ruhig, ne? Also sehr fokussiert, sehr konzentriert. Natürlich, keine Frage. Geht er hier auch im Wasser. Herr Admin, es funktioniert. Okay, danke sehr. Also, liegt an der ESWC-Config. So, nun, für uns aber alles korrekt. Das ist, was wir haben wollten. Was genau, Bill? Nee, nicht im Chat, sondern das insgesamt. Ach so. Ja, perfekt. Also, 2500 schon. Cool. Finde ich, also gestern zu dieser Uhrzeit waren die meisten noch im Bett. Natürlich, es ist natürlich jetzt eine ganz andere Partie hier. Jetzt natürlich eine Wahnsinnspartie. So, Berserk auf der CT-Seite, Party Dadlers starten auf der T-Seite. Unser hat ebenfalls angepasst und damit bereit hier für die zweite Map im Finale, Freunde. Berserk gegen die Party Dadlers. Und ich bin gespannt, was die Party Dadler hier auf Inferno vorbereitet haben für ihre T-Seite. Also Aufbau, falsche Mitte. Ja. Die Mitte nur Crispy alleine. Relativ aggressiv, hat auch eine Smoke und eine Flash. Also es kann sein, dass es einfach ein ganz schlichter durch die Smoke Flash geht. So, Rack wird spotten. Also sogar der Fake. Oh, und die Smoke gerade fällt sich dann ab. Also lass es wieder durch. Oh, Rack blockt den Eingang. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das schöne denn von Rack? Wow, oh, geil. Also da haben sie... Da haben sie sich echt vorbereitet. Ey, also das war die perfekte Position, dass Was eine geile Pose von Rack. Er blockt den Ausgang mit in dieser Smoke. Gebückt,
Ja. Also normal kenne ich das nur andersrum von ihm, dass er sich rückwärts reinbückt. Aber hat genau. Aber hier bückt er sich geradeaus und perfekt den Eingang geblockt oder den Ausgang in also dem echt. Fall und setzt da drei Fracks. Sau stark. Wie kann echt eine Map besser starten? Aber er hat sich wirklich genauso hingesetzt, dass er perfekt sehen konnte. So, jetzt wird B überfahren. Asmo mit dem Nate Kill, Felix mit der Bison. Hat da natürlich genug Schuss. Jetzt Asmo mit seiner Bison unterwegs. Trouble wartet, bis da kein Schuss mehr kommt. Aber dann ist Solek da und er hat auch noch ein paar Schüsse vorbereitet. 2:0 ja. Berserk und ein guter Auftakt hier für die Jungs. Keine Bombe gelegt, alle Waffen durchgebracht. Ideal für die CTs auf jeden Fall. Absolut. Hat jetzt nochmal gegen Pistols eine Eco, also kann auf jeden Fall die SMGs behalten. Und wir haben wir eine P90 gesehen? Ich bin mir gar nicht sicher. Nee, ich habe keine gesehen, habe aber auch nur gerade auf die drei Bisons geachtet, die da gerade die Runden entschieden haben. Bison, vier Bisons, der eine P90 haben wir aber Rack. Ja. Die wird er höchstwahrscheinlich dann auch in die nächste Runde bringen. Oder er hat sich gedacht, ich habe drei Kills gemacht in der Pistole, dann gönn ich. Ja, er spielt gerne die Anti-Ecos mit der P90, auch ja. eben schon. Ja. So, Asmo mit dem Frax zusammen mit Felix. Schön. Und damit wieder keinen einzigen verloren, sehr schön. Gut Geld also. Bei Berserk. Jetzt hat man erstmal das Geld. Ja. Und diesen Push brauchen sie. Sie sind auch ein Team, die sehr davon abhängig sind, wie die ersten Runden so laufen. Und wenn sie da Probleme haben, dann finden sie oftmals sehr spät ins Game. Auch das haben wir wieder auf das 2 gesehen bei ihnen, dass sie spät ins Spiel finden. Kannst du eben schauen, ob Rack die P90 behalten hat? Hat sie... Hat er überhaupt eine Waffe? Ja, zumindest hat er sie in die Hosentasche gesteckt. Unter die Weste. Also auch das ist ihm gestern schon mal passiert, wenn er sagt, ich habe vergessen, eine Waffe zu kaufen, Jungs. Er hat echt, er rennt zurück, er hat die Waffe vergessen, oder? Also bisher sehe ich nichts auf jeden Fall. So, währenddessen aber Chris Jay gefallen. Mit dem Chris Jay wieder mit der AWP, also spielt Terror und Rack will jetzt die Waffe da haben. Ja, der hat echt keine Waffe gehabt. Ja. Passiert. Ist ja nur Party, Douglas. Ist ja auch nur Finale. Ja. Dann damit spielt man jetzt gerade in Contact Richtung B, zwei Mann sind da unterwegs. So, aber trotzdem steht man genauso auch im A-Haus und Mitte bereit. Also das hier wird Fake. Bombe haben wir hier unten. Das funktioniert. Felix schiebt in diesem Augenblick und dann muss Solek halt die Mitte. Aber Asmo da mit guter Posi. Jetzt Solek muss er halt auch den Frack setzen. Solek ist ganz wichtig. Der muss jetzt da in der Mitte den Frack haben und Chris Jay wird wahrscheinlich dann hängen. Chris Jay 29 Jay. Oh, und dann ist er down. So, Legi aber schon im Sandkasten drin. Crispy kommt jetzt mit. Starker Frack. Two-on-two-Situation. Felix der Einzige, der gerade am Spot ist. Asmo ist weit weg. Jahre. Und Crispy kann planten. Aber so, und sie haben nur noch Felix, eine Flash, eine HE, also das wird schwierig mit einnehmen. Legia Doppel gegen Flash und Smoke. So, jetzt wäre es gut, wenn er da Richtung Has absmoked. Ja, und das spielen sie jetzt sehr verhalten, aber müssen natürlich... Oh, jetzt nutzt er gerade das Timing. Felix ist jetzt durch, der Sandkastenspieler konnte nicht spotten. Jetzt Asmo mit dem ersten Frag. Angesagt! Die Runde! Super wichtig. Team Berserk, vierte Runde, ja. Super wichtig und schön hier den Retake im 2-on-2 erfolgreich umgesetzt. Beide überleben sogar. So, und Rack hat jetzt natürlich gut Geld, weil er da nicht kaufen musste. Ja, das hat irgendwie gerade in die Karten gespielt. Ja. Wie sie das gemacht haben, weiß keiner, aber... Sehr effiziente Runde mit 4 also, Waffen. Also klar, geholt, weiß man schon, aber trotzdem 4-0. Berserk geplantet, haben auch nochmal gegengekauft. Und Crystal setzt den First Frag. So, Asmo und Felix. Ja, könnte man ruhig mit ein bisschen Eiern einnehmen. Jetzt wäre es eine Chance. Vorhin haben wir gesagt, wäre das der falsche Move, aggressiv zu spielen. Hier in dem Fall wäre es gut, um ein bisschen noch mehr Druck auf die Party-Dudlers zu übertragen. Felix stand da weit vorne. Asmo hätte ihn durchflächen können. Aber man spielt es auf Nummer safe. Ist auch okay. Runde damit natürlich nicht automatisch verloren. Und nach wie vor alle Möglichkeiten. Rack. So lässt man halt die Terrors erstmal agieren und die Cities müssen eigentlich nur reinlaufen lassen. So, die Frage ist, wenn Rack das nochmal spielt, ob das eben nochmal aufgeht. Jetzt wird man wahrscheinlich in die Smoke einfach bangen. Und Trouble versucht die Runde zu eröffnen über Hausmeister, der auch oft hier auf Inferno die Get-Right-Position einnimmt und ja, eben Backstabber lang spielt. Lang muss jetzt haben, sehr wahrscheinlich wieder Solek. Ne, Crystal ist da mit Aave. Okay, Crystal. Also da sitzen die Shots jetzt gerade auch. Jetzt so, steht man Rippen ist mit, eingenommen, Crystal geht nochmal. Jetzt muss man eigentlich nur jetzt schießt. Jetzt müssen halt die Spotspieler zusammen unterstützen. So, Felix noch aus dem Hundegang gespottet, aber Solek ist da. Wird dann geholt. Oh, Rackdown. Jetzt Crystal aber wieder mit dem Frag und Tizian. 1-on-3.
Aber da muss man oder geht nicht direkt in den Plants? Sie machen Druck und jetzt haben sie natürlich die Plant-Situation. Nutzen sie auch aus. Am Raum eingenommen. So, ist aber nicht blind. Der vordere ist low. Tizian und jetzt Asmo. One-on-one-Situation. Tizian holt er das Ace und damit auch das One-on-Four. Tizian, schöner Laufweg von ihm. Super gebucht. Wow. Einfach in die Smoke gehackt. Und dann kommt der Defuse. Und es ist die nächste Runde für Berserk. Aber starke Runde vom Tizian. Wahnsinn. Der hätte fast das Ace geholt. Und das wäre natürlich ein erheblicher Push gewesen. So, Bombe gelegt, Party Dantlas mit Loser-Bonus geht's dann nochmal in eine Kaufrunde. Wieder low on money, aber sie haben jetzt natürlich den Loser-Bonus. Und jetzt vielleicht mal was Offensives da am B. Das hätte ich gerne gesehen, dass man hier zu dritt versucht mal Banane einzunehmen und da mal offensiv Druck ausübt. Crystal. Also sie machen jetzt auch etwas offensiveren Moves. Ja, naja, nicht wirklich, aber Crystal will halt Mitte spotten. Aber, ja, also da haben wir schon andere Sachen gesehen von anderen Teams, wo dann Mitte die HEs abfliegen. Banane vielleicht zu dritt gestanden wird, man die AWP dort reinbringt. Also das wäre jetzt mal ein Move, den man hier gerne sehen könnte. Ja, die AWP wäre ein guter Move gewesen auf jeden Fall. So, also man hat gerade überhaupt keine Kontrolle. Trouble ist hier im Hausmeister, aber der Rest Richtung B unterwegs und Solek gebunden, Crystal gebunden, Rack gebunden und nur hier die beiden. So, jetzt kommt der Zugriff, die Gegenfläche ist kommen, jetzt müssen die Flex halt sitzen. So, Asmo mit dem Ersten, jetzt aufpassen da, erste Obst. Ist alleine gelassen. Asmo. Felix musste eigentlich durch die Smoke pushen. Kommt jetzt auch. Jetzt Asmo immer noch da. Asmo bei Y weggekommen. Jetzt zu spät. Zu spät die Smoke. Die hätte er sich bahnen müssen. Hätte er auf Aiming gehen müssen. Ja. So, Ruine auch schon eingenommen. Chris J. Ist drauf. Trouble. Chris Day. Und jetzt muss es Chris J regeln. Und gerade hinter ihn reingegangen. Trotzdem noch keiner am Spot zum Diffusen. Sag, so, dann machen sie sechste Runde. Und Berserk, die sind hier jetzt voll im Momentum. Die sind jetzt hier top gepusht in diesem Finale. So, jetzt die AWP in die Banane, ist eine gute Idee. First Track setzen. Obwohl, ne, noch, man kauft immer wieder durch. Man hat den Loser-Bonus natürlich jetzt für Party Dantlas. 0-1-6 bei Trouble. Also das läuft gerade überhaupt nicht so, wie man es will. Bei den Party-Jungs. So, so, und bei Berserk bleibt man bei diesem Standard, den sie spielen. Das funktioniert. Das ist okay, weil es funktioniert. Ne? Es steht 6-0. Sie haben keine Nötigkeit zu reagieren, sondern sie müssen einfach nur abwarten und weiterspielen. Crystal mit dem First Track in der Mitte wieder mal. Also da gewinnt er jetzt dieses Mal Trumbly wieder down. Sowas kratzt natürlich am Ego. So, jetzt Flash mal wieder gegen, man spielt das typische Asmo jetzt wieder von Spot. Aber da haben sie jetzt reagiert, haben eine neue Flash geworfen, stark von ihnen gemacht. Und Asmo diesmal aber auch zweite Obst gewesen und jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's schwierig, Felix dahinter der Smoke. Solek bei ihm. So, und damit nochmal nachgesmoked. Also die Runde wird ganz, ganz schwer. Ja. Und das könnte jetzt Runde Nummer 1 für die Party Dantlas werden. Nochmal eine Smoke. So, das wird. Jetzt könnte man eventuell sogar. Aber man hat genug Geld. Man kann draufgehen, man kann was holen. Ja, Tizian. Schön gemacht. Also der Wego war perfekt. Alles war perfekt. Die Flash war perfekt genau als Anti, genau. Und haben dann die Smokes auch sehr gut nachgeworfen wieder. Also der Go war wirklich richtig gut. So, und jetzt Berserk, jetzt ist der Moment, jetzt offensiv irgendwo was zeigen. Drei Banane meinetwegen, AEs Mitte runter zu dritt, auch das geht. Irgendwo müssen sie das machen oder im A-Haus pushen. Also das wären jetzt Moves, um Party Dantlas A die Runde wieder wegzunehmen, sie in den Loser, also ne, in den Money-Strudel zu schicken, Loser-Bonus weg. Und man sieht, es ist der gleiche Aufbau wieder von Party Dantlas, also ja, man hat gemerkt, dass der Bego funktioniert hat. So, ein Rack. Diesmal offensiv drinne, aber man spielt trotzdem B weiterhin nur zu zweit. Ja. So, und jetzt. Smoke. So, jetzt weiß zumindest Asmo Bescheid. Oh, schöne Position. Zwölfer, sehr gut gemacht. Felix auch noch gepusht. Und Felix ist im Pool. Asmo mit dem Kill. Jetzt Zeit rausholen. Asmo ist drauf. Trouble last. Und er kommt jetzt erst rüber. Mitte wird gespottet, Crystal hat ihn gesehen und zusätzlich ist Rack da, kann aber nicht den Frag setzen. Trouble kann er hier das One-on-Four klären, aber die Bombe ist down auf dem B-Spot
Und damit natürlich ganz großer Nachteil. So, Money Broke wäre man danach bei den Party Dudlers. Und Asmo mit 3 Kills in dieser Runde. Dann braucht man auch keinen Offensiv-Move stehen. Ich fände es nach wie vor mal schön. Einfach nur, um Druck auf Party Dudlers auszuüben, die dann einfach viel früher mit Flashes oder Smokes einnehmen müssen. Du hast gerade gesehen, die hatten den B-Spot eingenommen, hatten noch 3 Smokes über, um immer wieder nachzusmoken. Und das ist halt einfach, ne, in einer anderen Situation, wenn sie mehr Druck ausüben, müssen sie die Smokes und Flashes früher ziehen, können sie dann nicht mehr gegen den Retake verwenden. Ja. Und das wäre hier noch so eine kleine Nummer, die hier dem Team von Berserk vielleicht noch ein bisschen weiterhelfen würde. 7 Sekunden, Trouble will nur Damage machen, nur Waffen haben. Es reicht ja auch, sag ich mal, wenn man den Aufbau nicht komplett in die offensive Richtung macht, sondern wenn man von der City Base eine Smoke in die Banane wirft. Das reicht schon aus. Und dann HE offensiv, dann können die Spieler nicht durch. Und dann hat man schon dieses Offensive quasi simuliert. Wenn man halt sagt, das Spiel funktioniert, dann kann man da sich damit helfen. Halt. So, Trouble liegt... Die Arve, die er mitgenommen hat. Man geht so in eine Halbkaufrunde. 3-4 Waffen. Tizian jetzt auch nochmal gekauft. Aber man hat die Arve für Chris J. Und das hat vorhin schon mal geklappt. Ja. Auf das 2, wo nur er die Arve hatte. Jetzt hat man einen doppelten Offensiv-Move im Teppich. Ja, endlich mal. Da sieht man es jetzt. Rack ist offensiv. Ah ne, Crystal steht in der Action. Ah ne, doch nicht. Das so, leg ich es da rein. Ja. So, und das ist der perfekte Anti-Move jetzt gegen die Party-Dudler. Tizian ist wirklich ohne Waffe, genauso auch Crispy. Also man hat eine Arve, die man gesaved hat, plus 2 AKs. Zu dritt im Haus, man wird dann quasi die Fake spielen. Das heißt, Solek wird sich als erstes zeigen, zieht sich jetzt zurück, dann zeigt sich jetzt Felix und dann kommt Rack rum. Crystal ist da, nicht Felix. Crystal, jetzt aufpassen, Mitte. Da hat er ihn gesehen. Aber da ist jetzt gerade Fokus drin, Wahnsinn. So, Rack. Auch noch da und Lege alleine. Rack ist noch da im Teppich. Und das weiß Chris J. muss dann natürlich immer wieder nach hinten decken. Und das bringt ihnen die Zeit, dass die Spieler von B nachschieben können. Und Felix ist jetzt schon im CT-Bogen. Aber er macht es richtig. Er plant jetzt nicht. Er weiß, dass er auf Frack gehen muss. Ja. Ist gut. Boah, schönes Ding. Starke Runde. Jetzt endlich. Ja, da war er. Dieser offensive Move im Haus. Sie stehen da zu dritt. Schön. Also genau der perfekte Anti gegen Party Dudlers. Jetzt sind sie auf jeden Fall Money Broke, müssen hier die Spar einlegen. Und gute Voraussetzung für Berserk, das 9:1 zu machen. Und wo soll es hingehen? Crystal überfahren ist natürlich eine Methode. Anti-AWP, aber gut, der spielt sie ja flexibel. Deswegen können sie ihn schlecht überfahren, aber Mitte ist schon oben. Aber Solek ist da. Solek ist da, der hilft ihm natürlich. Jetzt kommen sie durch die Smoke, Solek steht weiter. Chris J. auch noch da. Ja, Teppichgang ist Trouble schon raus. So, Chris J. wartet auf Tizian. Ja. Jetzt kommen da schöne Flashes über noch. Stellt sich nur bitte die Kanten. Nochmal nachgeflasht. Und Solek mit einer Viererrunde. 9:1. Keine Waffe verloren. Gut fürs Geld von Berserk. Ja, und eine gute Dominanz. Aber man muss dazu sagen, es ist Inferno. Es ist die 10. Seite. Ja. Beide Halbzeiten werden gespielt. Aber wenn Berserk das hier so weiter durchfahren kann, kann das vielleicht gut gerne so ein 11-4, 13, 12-3, 13-2 werden. Und dann mit einer gewonnenen Pistol hat man sehr, sehr gute Karten. Also, ja, das ist auf jeden Fall sehr gutes Spiel bisher von Berserk. Und die sind hier full focus. Die sind richtig im Game. Diese erste Pistol, die hat sie richtig gepusht. Und auch die erste Equip gegen Equip. Ja, jede Runde tut auf jeden Fall jetzt weh, die man noch kassiert bei Party Dudlers. Jetzt aber fallen die Frags. Man steht gerade nicht so, wie man die ganze Zeit stand. Aber die Frags kommen, aber jetzt Asmo down. Aber Asmo, der sitzt jetzt gerade auch, also der hat wirklich hier gutes Aiming in diesem Spiel, Fokus. Ja, aber jetzt hat man gerade anders gespielt, jetzt hat man versucht, Crystal über Banane zu schicken. Schon wird's obwohl kein... wirklich ein Need da war eigentlich. Ne? Jetzt kann man natürlich wieder, jetzt redet der Knochen wieder anders, aber sie haben gerade eben Offensiv-Move gespielt, jetzt hätten sie gerade wieder schön ihren Standard machen können, ohne dass man jetzt weiß, ne? jetzt hat Crystal mal umgeschoben, Felix musste auf den A-Spot, weiß nicht, wie sie gerade dort attacken, wie sie dort stehen, wie sie decken, welche Positionen bisher von seinen Mates eingenommen wurden. Ja, und dann wird halt so ein schneller Go, der dann auch nicht wirklich darauf vorbereiten lässt, dann auch mal bestraft. Schöner HE. Macht da ordentlich Damage.
So, aber du siehst es. Schieben sie zurück und du siehst es. Viel mehr Smokes müssen jetzt benutzt werden bei den Jungs von Party Dudlers. Wir haben noch 2 Smokes nur noch über. Vorhin hatten wir beispielsweise noch 3, nachdem sie geplantet haben. Also, ne, durch diese Offensive Move müssen sie jetzt früher auch zu den Smokes greifen. Und jetzt ist Asmo dort alleine gelassen. Felix kann natürlich schnell schieben. So, Trouble fängt jetzt nochmal A. Asmo ist da im Brunnen. Asmo mit Schwimmflügeln. Mit Schwimmflügeln im Brunnen. Macht 2. Und Legia gut durch, gegen CD Base gegangen. Ganz der wichtigste Frack jetzt gerade. Ja, Trouble zurückgeschoben. 3 gegen 3. So, und sie haben keine Smokes mehr. Und Rack supportet ihn das sehr, sehr gut. Sehr schönes Spiel. Crystal, was macht er denn? Verdammte Kacke! Oh, verdammte Kacke! Das ist übel, genau solche Situationen. Ja, da pusht er gegen alleine mit der USP in der Hand, statt vielleicht doch nochmal die eine oder andere Waffe da zu nehmen, die um ihn herum überall liegen. Er wollte instant refragen. Ja, aber. Nicht zu verübeln, aber es war halt einfach jetzt. Er hat ja schon genug Schuss aus seiner USP rausgedrückt. Wie viel soll drin sein? 300? Ohne ihn herum liegen Waffen, da kann er eine picken, einfach nur abaimen, zu zweit, da braucht man nicht so aggressiv gegengehen. Dann fällt halt so ein Frag. Meine Güte. Das hätte das 10-2 sein können und damit wieder Money Broke für Party Dudlers. Aber auch jetzt wieder Law on Money. Genauso wieder die Möglichkeit, das hier zu holen. Ja, und Trouble hat mal ganz laut Trouble forced gerade. Ruhe. Wollte hören, ob da wieder Steps in dem Haus waren. Und damit liegt er richtig. So, den gleichen Move haben sie gerade schon mal gespielt. Der geht nicht ein zweites Mal auf. Also so clever ist Berserk. Wissen genau, wo gerade die Position kam, wer als erstes rumkam, wer als zweites rumkam. Und genau das hast du gerade gesehen, wie die Posis abgehängt werden. Erst Solek vorne an den Treppen. Dann wussten sie genau, Crystal wird gleich wieder nachschieben von Hausmeister aus. Abgehängt. Und sie wissen, Rack. Ne, dann kam noch zusätzlich Döner, der dann ins Kinderzimmer gespottet hat. Dort war Rack. Also schön halt Anti ein, gespielt. Ja, so, auf jeden Fall war das jetzt der wichtigste Zeitpunkt, irgendwie jetzt die Runden zu holen. 4 Runden sind nochmal eine ganz andere Ausgangssituation als 2. Und ja, haben natürlich jetzt in gewisser Weise ein Momentum. Wenn sie jetzt sogar die Runden komplett durchholen, wissen wir andere Halbzeit, dann wird es echt schwierig. Aber Chris J. Wahnsinnsposition. Was ein Minischlitz. Ja, der wird. Oh, und Crystal macht ihn. Wie kann man das holen? Crystal macht genauso einen Minischlitz. Wahnsinn. Schön. So, Rack, jetzt ein bisschen spät vom Timing, aber er sieht's, er kann es zumindest ansagen. So, und jetzt sehr gut. Asmo, Banane schon ausgeschlossen. Jetzt greift man an. Man wird jetzt erstmal die Mitte einnehmen, hat den Bereich jetzt schon für sich. Und die Frage ist, wird Rack gut Damage kassiert? Das ist noch nur die Frage, aber man sieht, der Banane ist schon offensiv gepusht, also der kann da ganz früh ansagen. Dementsprechend können sie mit 3 Mann locker auf dem Spot stehen. Aber B vermutete auch, dass jetzt was angespielt wird. Zieht sich zurück auf Taxi. Ja, weil sich eben, gerade nichts gesehen wird hier. Ja, jetzt ist wirklich so der Punkt, wo Party Dudlers die Zeit sehr gut ausnutzen. Beide Spots. Aber sie stehen trotzdem gut auf dem A. Ja. Und dann, da kommen die Fracks. Solek mit 2 aus seiner Position. Inner Spot. 10-4. So, und jetzt. Ja. 2 Spieler da nochmal mit wenig Geld, Crispy und Trouble. Chris J kann auf jeden Fall seine Arve haben, wenn sie gelegt worden ist. Und jetzt kannst du zu diesem angesprochenen 11-4 kommen. Das wäre eine Top-Leistung für Berserk. Und mit einer Pistole kann das Ganze dann hier sehr schnell zu Ende gehen. Man steht mit 5 Mann in der Mitte. Habe ich auch selten gesehen. So, Solek wird wieder geboostet. Das ist auch gut, also sie spielen das nicht so oft, 2 Mal jetzt im Spiel. Ja. Bei der letzten Call. Aber Banane wird weiterhin defensiv gedeckt, also das machen sie nie von Anfang an, dass sie da irgendwie offensiv den Push machen. So, und es soll wieder B gehen mit Trouble als Fake in der Mitte, wurde aber gesehen. Und das haben sie jetzt auch schon oft genug gespielt. Also theoretisch könnte jetzt schon einer schieben. Asmo kann jetzt ansagen, B. Das ist aber gut. Die vermuten Felix nicht an der Position. Sehr schön gespielt gerade von Berserk. Ja. So, Asmo. Legia im Pool am Gelb. Lässt, jetzt aufs Spot. Lässt viel Zeit raus. Sehr schön. Wartet auf seine Mail. Und Asmo macht den Fake. Und Trouble kommt dann nicht weg. Sauber. Schönes Ding. 11-4 für Berserk. Beeindruckende Vorstellung hier auf der CD-Seite. Da hat alles gepasst am Anfang.
und kann hier 6-0 oder 7-0 vorlegen. Also schöner Auftakt von Berserk hier auf Inferno. Und naja, auch da hast du wieder gesehen, kleine Variante verändert am B-Spot. Asmo geht ins Y, Dark war er. Ja, genau. Und Felix war eigentlich immer in der Ruine oder LKW. Ja. Ja, und das hat man variiert. Ja, da sieht man mal, wie gut Party man die Teams das nicht kennt, unbedingt, ne? Erwartet. Wie gut man die Teams kennt und was man dann für taktische Raffinessen halt holen kann. Ja. Yep. Das ist entscheidend, ne? So, Berserk nun auf der T-Seite. Und nun sind wir da. Crispy. Boah, Legi mit dem 1-Klick. Einfach nur einmal geklickt und schon ist er da. Legia, was geht bei ihm ab? Holt er den Ohr, nein. Down. Crispy hat auch schon gut HP verloren, aber sie pushen da natürlich nicht instant nach, aber hinter ihnen kommt schon. Das ist Trouble. Chris alleine gegen 4. Unmöglich. Unmöglich. Aber schöne Runde von Legia da. So, die Pistol war absolut wichtig da für die Party Dundas. So, und diese Pistol hält die Party Dudler hier natürlich im Rennen. Mal schauen, ob sie ein Comeback starten können. 12 CT-Runden brauchen sie dafür. So, Trouble wieder wie gewohnt mit der Nova unterwegs in der Anti-Eco. Ja, Asmo hat auch sich eine Pumpgun gegönnt. Ich denke mal, er wird dann den Gun anspielen. Ja, Felix. 2 Klicks gegen Trouble. Tizian im Haus, hört jetzt Teppichsteps. Tizian schiebt nochmal rum, die AE könnte. Nein, sitzt nicht. Jetzt schiebt langsam Crispy hinterher vom B-Spot. Also sehr fällt noch. Sollte Asmo jetzt spielen lassen? Was macht er? Wo ist er? Asmo? Ist im Teppichgang. Wird natürlich keinen Contact kriegen. Und das wäre natürlich ideal, wenn er jetzt irgendwie Close Distance nochmal einen Frag machen Chris kann. Chris J. hat, glaube ich, da einen... Ne, hat er nicht gespottet. Ach, Crystal hat sich jetzt eine Schrote gepickt, also. Man muss jetzt gucken, irgendwie zeitgleich den Zugang zu machen, aber da hat Asmo keine Chance. Chris J. und Tizian da gerade gegen Asmo geaimt im Teppich. Crystal jetzt auch bekannt. Und da fackelt Crispy nicht lange. Macht's da. Bombe nicht geplantet. Runde. Entsprechend wird man nicht kaufen. Wenig Verlust bei den CTs. Ja. Sieht jetzt auch, man hat 3 Rifles jetzt sogar schon. Eine Schrot hier noch, eine SMG. Dementsprechend war es richtig, dass Berserk sich auf so einen Force-Buy verzichtet hat. Ja, natürlich. Sie haben. Es ist nicht nötig, jetzt hier irgendeinen Force-Buy zu machen. Sie haben alle Zeit der Welt. Sie haben eine gute Führung, aus der man viel arbeiten kann. Aus der man eben was machen kann. So, Chris J, erster Frag, wird dann aber geholt. Und Trouble wird auch geholt. Und jetzt hat man die 3-3-Situation. Und Rack hat zumindest eine Waffe gepickt. Den muss man jetzt erstmal agieren lassen, am besten irgendwie geknubbelt stehen, dass man die Waffe auch wieder picken kann. Ah, und Crispy holt ihn direkt raus. Damit Crystal gegen 3. Unser Rotschopf hat da. Ja. Natürlich den Durchblick. In jedem Team ein Rotjob. Zumindest hier im Finale, ja. Ja. Oder ein Fuss, wie man in Köln sagt. So, mal gucken, ob Crystal noch einen bekommt. Tizian und Crispy natürlich low HP. Oh, Crystal jetzt bekannt. Boah! Schade. Ja. Aber da sieht man, wie fokussiert die sind. Also wirklich, wie fokussiert der gespielt wird. Auch gut wird. Von Lega gemacht. Der steppt halt die ganze Zeit einfach nur, um ihn da zu locken. Ja. Beziehungsweise Crispy war das, der da aus der Bibo gesteppt hat. Hat auch den Frag gemacht, aber Lega da hinter der Säule. Schön runtergespielt. Und auch Crystal. Da noch versucht, das Maximum rauszuholen. So wie es sein soll hier im Finale. So, er ist equipped und wir sehen jetzt mal ganz schnell, weil Solek ist in einem Molotow unterwegs. Und wir haben es gestern schon bei Cash gesehen, dass sie die Molotows wirklich sehr klug einsetzen.
Jetzt in diesem Fall haben sie einfach die Banane weggedrängt, das war für sie ganz wichtig, haben den Bereich Taxi gemollt und dementsprechend mussten sich natürlich die Partidatas zurückziehen. Und das nutzt Berserk sehr oft, dass sie die Molotovs dafür verwenden, um Punkte auszuschließen, weil niemand bleibt in der Molotov stehen und dementsprechend haben sie dann für sich immer eine Sicherheit. Da fand ich auch von Faculty früher, dass man hier Molots ins Y rein, um eben diesen Bereich hier wegzuschieben, einen da zu locken, der dann sich hier zeigen muss oder ins Dark schiebt, aber dann halt von der Position aus gesehen werden kann. CT Base Smoke kommt und jetzt Legion Crispy. Da ist er, da ist er, der Molly im Y, ja. Ach, traumhaft. Crispy. Also, kommt. Crispy Rote alleine, wurde jetzt aber weggedrängt da ins Beet. Smoke nach, um durch die erste Smoke durchzugehen. Wartet aber, so, und jetzt Rack mit dem Frag und damit haben sie jetzt den Trumpf. Aber Chris J steht aber. City-Base und Asmo und Felix nur mit 8 und 11 HP. So, Bombe plant, immer noch nicht da. Und Asmo schiebt rüber. Boah, und Chris J antizipiert das. Boah, perfekt gespielt. Jetzt müsste Felix halt, das wäre Gold, wenn er den Frag macht gegen Crispy, aber hat er eine Top-Posi. Ja, setzt den Kill. 9 Sekunden auf der Uhr. Crispy, sieht er ihn nicht? Hat er ihn nicht gesehen am Schlitz? Er hätte ihn wahrscheinlich gesehen, aber es war irgendwie zu dunkel. Was hat er? Er hat richtig Angst gerade, Crispy. Spielt halt super ultra safe. Ultra safe, ja. Und jetzt, wenn Asmo das holt, dann ist er der Hero. Asmo? Wow, mein Gott. Ich geh kaputt. Und er zieht durch, er zieht durch, er zieht durch. Asmo nur mit Alibi-Check. Oh! Oh! Die Terroristen! Nein! Wer hat das gewonnen? Terrorists win? Ja, die Terrors. Krass. Ey. Alter, so eine Millisekunde. Ey, ich hab das echt. Das gibt's ja gar nicht, ey. Was? Eine Boah. Runde von Asmo. Boah, ey. Alter, nee. Nur so ein Alibi-Check und er geht wieder weg, weil er richtig die Buchse voll hat. Aber das S schlägt auf seinen Bauch. Ey, das war echt von Super Asmo. Boah, was? Boah. Puh, ja. Alter Schwede, nee. Das war nicht mal um Schamhaares Breite. Wahnsinn. Wahnsinn, echt. Aber Trubly und Tizian, die zwei First Tracks gesetzt gegen die Terrors. Ja. Und das mit Pistol. Whoop. Noch ist die Runde nicht over hier für Berserk, aber es ist eine wichtige. Solek mit dem Frag, jetzt Trouble und Tizian. Bombe wird B gelegt und das ist die 13. Runde für Berserk. Boah. Ja, das war echt, also... Aber, also, diese Runde geht gerade auf Crispy, ganz ehrlich. Also, er hätte einmal die Chance gehabt, ihn Schlitz zu aimen am Brunnen. Vielleicht hat er ihn da nicht gesehen. Ja, hat er. Dann nochmal, als er ins Dark gegangen ist. Und spielt super safe und schiebt dann nochmal zurück. Und dann wird halt erstmal alles gecheckt am Spot. Asmo natürlich auch mit einem perfekten Laufweg. Ja, über die Ruinen gekommen. Kann man auch nichts gegen sagen. Hat er gar keine Gegenwehr gehabt und konnte dann easy aber, Tracks reparieren. Also entweder kam da keine Ansage, dass Asmo low sein muss. Oder man wusste es wirklich nicht. Aber die Runde hätte Party Dallas locker haben können. Ohne weiteres, das stimmt. 13. Runde jetzt Berserk. Also es sind noch 3, die man braucht für den Map-Gewinn. Boah, ich bin echt immer noch... Also das hat mich jetzt echt geflasht, ey. Dass die Runde auch noch von den Terrors gewonnen worden ist, weil das war ja nichts. Crystal. Der hat immer Angst. Der drückt immer mal gerne so einen Spruch raus und danach aber, danach immer direkt wieder, hey, sorry, ne? War nur Spaß. Sorry, Bind. FG. So, Lega mit einer guten Flash für Crispy. Crispy aber mit einer All-In-Position. Ja, aber er hat da so einen kleinen Mini, also er sieht dort, das ist so Backkante, du siehst da ein bisschen durch, wirst da ein Model sehen, wenn was kommt, aber jetzt schieben sie da komplett raus. Asmo wird am Bäumchen gelassen. Chris J mit AWP auf lang. Also wir sehen hier irgendwie nicht die offensiven Akzente von Chris J, die man eigentlich sonst aus dem... Ja, er spielt bisher da überhaupt keinen Move gespielt, aber natürlich wissen sie auch, dass... die Gegner das wissen und vielleicht versucht man deshalb ein bisschen was anderes zu spielen, aber vielleicht verkrampft man dadurch auch so ein bisschen im eigenen Spiel, was sie sonst so ein bisschen unberechenbarer macht, weil man nie weiß, wo der Hund erstmal kommt. Die holländische Käsereibe. Und jetzt geht's doch mal wieder Richtung B, also Crispy, wieder entscheidende Position, Legia, supportet da und die Flächer, das haben sie ihn einfach rausgenommen. Und da ist ein... Sind alle blind und er kriegt sie nicht.
Ach du Kacke, und er kommt nicht mal weg. Junge, 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 Legia. Mach doch einen mit der HE. Wenn er jetzt noch einen holt, ist ultra effizient. So, down, aber Chris J ist da. Genug Zeit hat er rausgeholt. Chris J. 22, Trouble nur noch mit 29. Flash kommt. Gut. Und sie drängen ihn nur weg. Sie drängen ihn nur weg. Hasbro jetzt Ruine nach und er fällt. Trouble, 29 AP. One on two. Kann er das machen? Das wäre das, ey. Und Asmo stark. War eine starke Runde. Also, das ist auf jeden Fall seine Map, Asmo. 25-2-9 Stats. 60er Score von ihm. 60er Bizeps hätte er auch gerne. 14-7 der Spielstand. Ja, und Geld ist die Frage bei den Party-Dudlers. Ja, was? Wo kriegen wir Geld her? Was ist da los? Also, dritte Map im Finale wäre natürlich wunderschön. So, Legia Crispy, Posis getauscht. Legia mit der Mac 7 unterwegs. Ja, Legia hat, glaube ich, Legia hat ihn gesehen, jetzt kommt die Flash. Dreht zweimal rum, setzt nochmal Hits. Kommt nochmal, nein, kriegt keinen. So, und jetzt ist B offen. Die Lücke ist da. Trouble schon falsche also, Mitte geschoben. Trouble jetzt, das war jetzt wichtig. Trouble ist weg und damit ist die Runde auf jeden Fall wieder absolut in Berserks Hand. Wäre Trouble jetzt durchgekommen und wäre hinter die Banane gekommen, obwohl da noch zwei in der falschen Mitte sind, dann wäre es echt gefährlich geworden. Aber so müssten sie es eigentlich ausspielen können. Und ich finde es gut, schön, dass sie jetzt von Chris J. gegen Asmo. Chris J. wird anzeigen, aber oh, Trouble schiebt sofort. Er hat den Read. Entweder hat Tizian jetzt da was gesehen oder Chris J. sagt ganz klar. Krass. So, jetzt Tizian mit der Nova. Was kann er da machen? Was also kann er stehen? Noch der das gut. Wow! Felix! Trouble down und das damit nur noch Chris J. Jeder von denen flippt jetzt mal jede Runde aus. Chris J, 1-on-3. So, und das ist so ein, das ist ein Kerl, der das machen kann, der das drehen kann. Ja. Der kann das. Aber er ist safe. Aber er ist safe, ja. Und das, boah, das zeigt mir. 8 Satzbälle damit für Berserk. Krass. Puh! Was für ein geiles Finale, wirklich. Also, da werde ich langsam nervös. Chris J im 1-on-3. So, 15-7. 8 Matchbälle. Bombe. T-Base vergessen. Oh nein, Solek geht's. Solek holt sie. So, Crispy, Legia, wieder beide in dieser Konstellation. So, jetzt ist die Frage, ob man offensiv ausschließen kann. Tizian da mit Trouble unterwegs. Oh, Legia und Crispy rasten aus. So, Trouble steht im Haus. Sehr gut. Und Crystal im 1-on-5. Ja, wenn er das jetzt holt. Boah, ey, dann ist Eskalation. Dann kommt der nächste Scherz. Aber das kann er nicht drehen. Also die Bombe ist in der Banane down und das weiß das Team der Party-Dudler. Jetzt hat er das nächste Duell. Oder er dodgt es. Boah, schöner Laufweg wieder von ihm. Oh, schöner Laufweg. Wir sind natürlich hier jetzt ruhig. Keine Eskalation bei uns. Oh, das ist so schön. Das ist so stark. Jetzt muss Crystal natürlich den Frag machen gegen Chris J. Und links wird er nicht checken. Aber Crispy, er kriegt ihn nicht. Und dann kommt Legia herum und macht den Frag. Alter Schwede. Das war spannend. Wenn Crispy den nicht macht und er den macht und Legia macht. Und Chris J. Und dann die Runde vielleicht macht. Dann macht er das Spiel. Alter Schwede, Junge, Junge, Junge. Das hätte gerade nochmal schön eng werden können, aber super Laufweg von Crystal. Super Laufweg.
So, und jetzt ein schneller Aufbau, Rico. Ja, und wegen dem, was Scrubble da geschrieben hat, also das sollte man jetzt auch nicht überwerten. Das ist natürlich in so einem Match, da wird jetzt jedes Detail beachtet. Ja. Vorhin saßen sie gegenüber und haben sich natürlich auch gegenseitig gehört und die Ansagen. Wir sitzen da schon weit genug weg, zusätzlich mit den Stöpseln. Wenn wir laut sind, dann hört man das natürlich wahrscheinlich da im Teamspeak und sowas. Aber deswegen werden wir darauf achten, in One-on-X-Situationen etwas ruhiger zu sein, damit es da eben nicht gehört wird. Damit beide Seiten hier den gleichen Vorteil haben. Ist ja kein Problem. Das habe ich schon bei jedem Turnier gesagt. Wenn man uns hört oder sonst irgendwas, sollen die Spieler es einfach schreiben. Dann ist es für uns das Signal, etwas Silenzio zu sein, nicht ganz so ausgiebig zu feiern und zu schreien. Hat dann natürlich einen bedingten Einfluss auf den Stream für die Leute zu Hause. Aber es geht ja hier darum, das beste Spiel zu sehen und nicht, wer am besten zugehört hat. Also, da kann der Felix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ABC so viel flamen und erzählen, wie er will. Das interessiert mich hier nicht. So, langsamer Aufbau von Berserk. Man versucht, hier irgendwo die Lücke zu finden. Na, man spielt den Aufbau erstmal jetzt behaglich. Ja, und es ist eine Runde von... Also sechs. Im Prinzip kann man das halt, ist das sehr, sehr schwer zu stehen aus Sicht von Party Douglas. Ja, wenn man das hier in Overtime bringt, dann ist für sie natürlich alles drin. Die Stärke haben sie, so ein Spiel zu drehen. Das haben sie auch diese Woche in der EMS One gezeigt. Tizian, Trouble fackelt da fast ab. 4 AP bei ihm. Tizian, und jetzt Asmo und Crystal. Asmo und Crystal, Asmo alleine. So, und Trouble steht es mit 4 HP. Holt er da noch 2 Frags, insgesamt 3 gemacht diese Runde. So, so langsam wird es natürlich auch kritisch, was das Geld angeht bei Berserk. Ja, der einzige Vorteil, den man hat, die... mehr Runden man hier verliert, desto besser ist der Loser-Bonus. Boah, gute Nades da rein. Boah, ja, man hat die genug Damage gemacht. Vorsprung gehabt, dass man halt den Bonus noch ausnutzen kann. Und das zahlt sich später dann natürlich aus, weil sie dann natürlich ab einem gewissen Punkt, glaube noch 3 Runden oder 2, also die plus noch 1 oder 2, wird man dann komplett durchkaufen können, jede Runde. Und dann hat man halt nochmal so 2, 3 Varianten, die man durchprobieren, durchtesten kann. Jetzt sollte es erst nochmal eine All-In-Runde werden für Party Douglas. Flawless eigentlich. Haben so viel Damage, aber wir kriegen den Frags. Ne? Hier wird halt echt gut gehittet, das muss man so sagen. Crispy. 3 Mann low. Asmo auch 49. Asmo fällt. Boah. Der hatte hier noch mit am meisten. So, Chris J. Checkbaum. Und Rack damit. Last Man Standing. Und Runde Nummer 11 für die Party Douglas. Comeback oder... gibt es hier eine dritte Map? So, und ich würde echt gerne Nuke sehen zwischen diesen beiden Teams. Und so, wenn es hier eine dritte Map geht, dann ist auch immer mehr im Fokus, auch wenn sie das hier bestreiten, die Orga. Natürlich will man dieses Game gewinnen und diesen ESWC-Slot haben, aber trotzdem spielt da ein Hintergedanken ganz irgendwo hinten. In einer Runde denkt man, ey, wenn wir das verlieren, haben wir nächste Season keine Orga. So, und damit 15, 11, 4 Runden noch in dieser zweiten Hälfte. Ja, man muss jetzt bei Berserk natürlich irgendwo trotzdem die Balls haben. Natürlich. Was ist eine unglaubliche also das haben sie jetzt sehr schwer dagegen zu spielen. Das haben sie jetzt halt verloren. Party Douglas gerade ein bisschen mehr im Momentum da drin. Ne? Ja, vor allen Dingen haben sie auch nichts zu verlieren. Und Berserk ist natürlich jetzt so in diesem Zugzwang. Und das ist unheimlich schwer zu spielen, auch wenn es nur eine Runde ist. Jetzt versucht man es mit einem kleinen einer muss jetzt Fake, verlieren. So wie es auch Trouble gespielt hat. So, und Lega dann noch mit einer Molle und die sitzt. Felix steht drin, 78. Felix ist aber durch am Gelb. Setzt den Kill. Crispy auch down.
4 gegen 3 Überzahlsituation. Trumpley schnell da, Chris J schnell da. Und wieder gehen sie. Oh, guck sie an, guck sie an. Rad wieder am Baum. Er kriegt ihn. Oh, einen hat er und kommt weg. Er kriegt ihn. Trumpley. Mit Tizian. Oh, Tizian. Oh Gott. Macht er das 1-4 klar. Crystal, die beiden Jüngsten, die beiden Kleinsten. Die beiden Süßesten vielleicht. Crystal. Und er macht es! Er macht es und es ist das 16-11. Und wir haben das 1-1 nach Maps und wir haben die.